Das Sommerhaus der Stars 2018. Diese Videobotschaft soll Uwe Appel nach seinem Gefühlsausbruch aufheitern. Ehefrau Iris riss alte Wunden auf. Eigentlich geht es nur um die angepeilte, allererste Schönheitsop von Iris. Doch dann spricht die vor versammelter Mannschaft über Uwes Aussehen. Damit reißt Iris einen wunden Punkt auf. Es kommt zum Gefühlsausbruch im Sommerhaus der Stars. Auch zurück auf seinem Hof in Niedersachsen, nagt die Situation weiterhin an dem emotionalen 48-Jährigen. Seit seiner Kindheit leidet Uwe an Selbstwertkomplexen. Schon seit der norddeutsche Bauer ein Kind war, hat er Probleme mit seinem Aussehen. Besonders die große Nase macht Uwe bereits zu Schulzeiten zu schaffen. Er wird gehänselt. Im Sommerhaus kommen genau diese Erinnerungen wieder hoch, als Iris seine Angst vor dem Zahnarzt anspricht und das vor laufender Kamera. Uwe ist außer sich. Zurück daheim erklärt Iris, wieso sie Uwes Vergangenheit vor den anderen Teilnehmern zum Thema gemacht hat. Ich wollte ihn ja nicht schlecht machen und ich wollte die Situation erklären. Uwe hat ihr inzwischen verziehen, doch die Erinnerungen an die schmerzhafte Vergangenheit wollen einfach nicht abreißen. Michaela Schäfer, du bist einfach so wie du bist, das finde ich super. Was Uwe nicht klar zu sein scheint, ist, dass die Großnase und die Zähne seinen Freunden ganz egal sind. Denn sie lieben den 48-Jährigen genauso, wie er ist, und es wird Zeit, dass er das von ihnen hört. Deswegen haben nicht nur alte Bauers Freunde, sondern auch die Sommerhauskollegen Michaela Schäfer und Patricia Blanco jetzt eine ganz besondere Botschaft für ihn. Du bist einfach so wie du bist, das finde ich super, erklärt Michaela per Video. Und auch die anderen schließen sich an. Alle lieben Bauer Uwe. Doch die wichtigste Botschaft überrascht den sprachlosen Uwe dann ganz zum Schluss. Wer außerdem eine Nachricht für den Bauern hat und wie der reagiert, das gibt's im Video.